Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sunset Overdrive. Ich probiere mich hier gerade nochmal an der Mission, die habe ich schon mal versucht. Allerdings habe ich da irgendwie einen Bug oder sowas. So, reinkommen, ey. Ich habe versucht diese Mission hier, aber irgendwie immer ein Gegner gefehlt, glaube ich. Waffe aus, bitte. Murderang. Penner rum. Über mir. Da bist du total geil. Die Gegner ist die Waffe eigentlich auch gar nicht schlecht. So, wo ist noch einer rum, da oben? Voll krass. Anscheinend hast du alle erwischt. Ich könnte mit dieser Ausrüstung Hilfe brauchen. Lass deinen Bruder nicht hängen. Das ist reines Ethanol. Gefährlicher Scheiß. Aber ich brauche es für mein Spezialrezept. Scheiße. Die Skeps haben mich gefunden. Sie dürfen mich nicht kriegen. Benutz deine Waffen und alles. Du kannst doch das Ethanol nehmen. Das ist super explosiv. Nimm eins von den Fässern und knall sie ihn vor den Latz. Ich versteck mich mal. Jag die verdammten Skeptwichser hoch. Nimm, dass du hier irgendwo bist, Jens. Komm schon raus. Wir wollen nur, dass du weiter brauchst. Wir versprechen dir nicht, wie beim letzten Mal weh zu tun. Oh, verdammt. Ah, die Knarre, ey, das ist halt echt übel. Wo hängt noch einer? Wo? Da. Wir haben dein Rezept. Du musst uns nur zeigen, wie man es anwendet. Was seid ihr, Penner? Komm schon, Jess. Glaubst du, du kannst das alleine schaffen? Der ganze Markt gehört uns. Ich koche ein Spitzenprodukt. Ich
Oh. Oh, einer ist da irgendwo. Wo ist denn? Immer einer. Ja! Du hast mir den Arsch gerettet. Rumrüsseln muss. Nimm dir ein paar Belohnungen und so. Ich bereite alles vor und dann koche ich die beste Ladung Wodka aller Zeiten. Und dann gönne ich mir einen Blue Velvet Martini. Ah ja. Ich beim Saufen geholfen. Das ist natürlich jetzt nicht das, was ich wollte. Oh, da war ein Klopapier. Hey. Komm nicht hoch. Teddy. Muss ich das hier nochmal? Ich bin mir gar nicht sicher, was das Symbol da ist. Dun dun dun. Ja, oder? Ach, das ist Reklametafel, ne? Mann! Jetzt hab ich's. Schwere Geburt, ey. Sag deine letzten Worte! Geh ich echt hin? Darauf geachtet. Hey Fettbacke, ich muss dich leider töten und dir deinen Kopf klauen. Fettbacke, wo? Angst, das wird lustig. Die Waffe ist schon geil sein. Wo ist denn ein Dicker? Da muss ein Dicker sein, ey. Ah, da. Down. Und jetzt zur Küste. What?
Was hab ich den Kopf jetzt? Ich glaube, mir kriegt. Von mir vorbei. Kamera. Schuhe. Vertreiben. Endgültig. Warum habe ich keine Schuhe mehr an? Ach, guck mal hier. Werde deine Leber mit Faserbohnen und einem netten Fianti genießen. Oh mein Gott! Komm schon, wenn es blutet, kann man das töten. Es blutet, aber es lässt sich nicht töten. Nein, ja. Ja, ich hab's nicht meins irgendwie. Na, ja, für mich, für mich. Sammelt euch weiter unten beim Wasser. Wir schaffen das, wenn wir uns zusammentun. Will noch? Okay. Scheint, das habe ich genug. Sie alle vertrieben. Die werden garantiert nicht wiederkommen. Vielen Dank. Kein Ding. Hat Spaß gemacht. Wow. Das ist dann wohl der Haken. Haut ab! Ich gehöre nicht zu euch. Schön Sound. Die Bubisch, Alter. Ich
Okay, sieht gut aus. Was ist das? Shit. Das ist so gut. Oh, was ist denn da? Eine Anzeige. Auf falsche Seite, ne? Ja, auf mal im Kreis. Geht hier auch. Und das ist noch eine Aufgabe. Schön, dich zu sehen. Verdammt gefährlich da draußen, was? Aber wenn du schon da draußen bist, könntest du ein paar Comichefte für mich besorgen? Es wird sich auch für dich lohnen. Mir ist gerade eingefallen, dass ich vielleicht meinem Kumpel Jason ein Comicheft gegeben habe. Er ist Busfahrer. Er war Busfahrer, ne? Du hast einen gefunden. Das ist großartig. Jason ist tot, oder? Das ist schon okay. Comics sind mir sowieso wichtiger als meine Freunde. Es wäre genial, wenn du noch mehr Comichefte finden würdest. Mann, bin ich dumm. Ich habe Trina total vergessen. Sie war mal meine Freundin, aber dann haben wir uns wegen der Hintergrundstory von Captain Thunder gefetzt und egal, ich hatte recht. Auf jeden Fall hat sie im Hotel gearbeitet. Hier gleich die Straße runter. Vielleicht findest du dort ein Comicheft. Gesehen. Eigentlich wollte ich jetzt nicht das machen, sondern erstmal da drücken. So, die habe ich auch. Da wo wir verlassen gehen. Aber ich würde sagen, egal was wir machen, wir machen es mal in der nächsten Folge, würde ich sagen, ne? Würde ich sagen. Wenn ich sag, ich würde sagen, dann würde ich es auch sagen. Okay. Dann sage ich mal. Danke fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Adieu.